die Eltern dazu bringen, ihre Kinder zu motivieren. Ich denke, dass einfach der kommunikative Weg der bessere Weg ist als Strafe. Thomas würde härtere Strafen gut finden. Längst bereut er das viele Schulschwänzen und versucht jetzt, die Kurve zu kriegen. In 20 Jahren macht er nun sein Schulschwänzen. Pampi, Pampi.